So, wir haben das Auto schon reingefahren. Wir schauen uns jetzt mal an, was los ist. Pass auf, gib mir ein bisschen Zeit. Dann rufen wir die zurück und dann sage ich dir, was wir alles zu machen haben. So, wir haben einen Ram reingekriegt mit einem ADAC. Kunde hat gesagt, ist einfach ausgegangen, jetzt haben sie ihn hergeschleppt. Jetzt wollen wir mal schauen, wo das Problem liegt. Und Dennis hat schon einiges zusammengeschrieben. Sagst du was dazu, was zu machen ist, oder? Okay, dann schauen wir uns das Ganze gleich mal an am Auto. Ja, ich bin gespannt hier. Wir haben ja schon mal ein bisschen vorbereitet. Das schaut aber echt böse aus, hä? Ja, ganz normal für uns. Genau. Auto ist ja gekommen, weil es einfach nicht mehr gelaufen ist. Das heißt, wir haben mal die Kompression geprüft, weil der sich beim Starten schon ganz komisch angehört hat. Das heißt, der hat absolut keine Kompression mehr gehabt, der Motor. Und es hat meistens nur eine Ursache, dass die Ventilsteuerung nicht mehr passt. Und wenn wir jetzt da mal herschauen, sieht man nämlich, da hat sich der Kettenspanner verabschiedet. Und er hat sich sogar einmal um das Zahnrad rumgelegt. Und dann hat sich die Kette, ist die einmal leer durchgegangen. Das, jetzt stimmt halt die Steuerzeiten halt nicht mehr und hat absolut keine Kompression mehr. Jetzt zerlegen wir mal das Ganze noch. Mal schauen, was noch alles kaputt gegangen ist. Aber wie wir da jetzt noch sehen können, der hat halt absolut keinen Ölwechsel gemacht. Wir haben Ölkohle ohne Ende da drinnen. Und das war wahrscheinlich auch die Ursache, warum der Kettenspanner kaputt gegangen ist. Okay, Dennis, du schreibst wieder alles da, was du brauchst, oder? Genau, das mache ich. Genau, wir nachschauen, was wir da haben. Und dann wird die Marke in der Usern angerufen. Okay, legen wir los. Und weil ja die Kette übersprungen ist und die Steuerzeiten überpassen, haben wir jetzt das Problem, dass halt die Kolben die Ventile betätigt haben. Das heißt, jetzt hat es uns da die Schlüsselstangen verbogen. Die Ventile sind wahrscheinlich noch krumm. Ja, das heißt, Zylinderkopf runter. Und dann schauen wir mal rein, was Neues kaputt ist. Dennis, wo bist du? Ich bringe die Teile für den Dodge Ram. Alles vollständig, habe alles überprüft. Kannst klar anfangen. Ja. Alles klar, perfekt. Super. Alles abgehakt. Sicher. Alles abgehakt. Okay, perfekt. Gleich anfangen, dann freut sich der Kunde, wenn er fahren kann mit dem Auto. Genau. So, Dennis, wie weit bist du jetzt? Fast fertig. Okay. Immer lange schauen, dass es geht. Mhm. Machst du Probefahrten, oder? Eine haben wir schon gemacht. Ja, optimal. Schön mal fertig machen und dann nochmal eine Probefahrt und dann fertig für den Kunden. Einmal frei. So, jetzt habt ihr gesehen, dass wir auch Motorinstandsetzungen machen. So, Dennis, kannst du den Zuschauern mal sagen, was du jetzt alles verbaut hast? Ein Haufen Zeug auf alle Fälle. Also angefangen. Volllager, Kolbenringe wegen dem großen Ölverlust. Dann haben wir braucht zwei überholte Zylinderköpfe, Ventile waren verbogen, Stößelstangen, Hydrostößel,
Ölpumpe haben wir neu reingemacht, weil von der ganzen Ölkohle die Ölpumpe sich auch aufgelöst hat. Die ganzen Späne, was durch sind, war da alles drinnen. Kettenspanner, Kette. Ja, ein Haufen Zeug auf alle Fälle. Wie man sieht, jede Menge Material haben wir hier verbaut. Hier? Ich hab's verbaut. So, wenn du mal ein Teil braucht, ein Verschleißteil oder sowas, ihr habt gesehen, haben wir alles da. Ruf einfach an, ihr macht einen coolen Preis. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. War voll Information drin. Und es wäre schön, wenn wir uns mal wieder sehen. Bis dann.